Positive Führung ist sein Spezialgebiet. Er steht wie kein Zweiter für dieses zukunftsweisende Thema, unterrichtet dazu an Universitäten, hat einige Bücher dazu veröffentlicht und bringt die Ideen und die Wissenschaft dahinter auf die Bühne und in seinen Podcast. Christian Thiele kennt sich aus, wenn es um Positive Leadership geht und begleitet Unternehmen und Führungskräfte dabei, zu positiven Leadern zu werden. Fundiert, pragmatisch und zukunftsgerichtet. Herzlich willkommen zu Bau dir deine Zukunft, dem Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, Visionäre und Zukunftsbauer, die sich und die Welt bewegen und wissen wollen, was in Zukunft wichtig wird. Mein Name ist Silvia Zulkowski, ich bin Zukunftsentwicklerin, Autorin und Vortragsrednerin. Freuen Sie sich auf Tipps, Impulse und spannende Interviews und lassen Sie uns gemeinsam kecker werden und die Welt aus den Angeln heben. Servus, liebe Zukunftsbauer, heute habe ich Christian Thiele bei mir. Und Christian hat erstens eine wahnsinnig charmante Art, dass man ihn richtig gleich mag. Das ist aber nur die eine Seite. Und zum anderen ist er ein Top-Experte, wenn es um positive Führung geht. Und ich glaube, gerade diese Mischung macht es natürlich aus, dass er ein unglaublich glaubwürdiger Experte auf diesem Feld ist. Lieber Christian, ich grüße dich ganz herzlich in meinem Podcast. Servus Silvia. Mensch, Gott sei Dank haben wir hier kein Bild, weil sonst werde ich knallrot wie eine Tomate nach dieser bedauernden Vorstellung. Vielen Dank. Ja, so habe ich dich kennengelernt. Wir zwei kennen uns ja aus unserem Berufsverband, der German Speakers Association. Und das freut mich auch richtig, weil wir uns auch so ein bisschen besser kennengelernt haben. Und deswegen will ich dich auch unbedingt in meinem Podcast haben. Ich schaue ja immer auf zwei Seiten, lieber Christian. Und die eine Seite ist, wie bist du eigentlich selber zum Zukunftsbauer geworden? Und später mag ich natürlich wissen, wie machst du das heute, dass du andere in ihre gute Zukunft begleitest? Und die allererste Frage, die ich dir stellen mag, ist, was macht denn dir Lust auf Zukunft? Was macht mir Lust auf Zukunft? Also ich lebe ja in Garmisch-Partenkirchen und bin als solcher ein leidenschaftlicher Bergmensch. Und ich gehöre absolut zum Team Winter. Und freue mich immer noch über den späten Schnee, aber ich freue mich natürlich auch über die Krokusse, die ich jetzt gerade gesehen habe, gestern, als ich laufen war. Ich freue mich, wenn die Natur aufblüht und ich finde halt so diese Erneuerung von Natur, das ist für mich so ein ganz starkes Erlebnis von ja Zukunft, von Werden, von Knospen, von Aufblühen. Ach, und ich habe so das Gefühl, auch wenn ich es sehr schön finde, mit dir hier digital zu sprechen, wir sind natürlich alle auch ganz schön entfremdet von der Natur und von unserer Natur. Und von dem her ist für mich das allererste, was mir eigentlich einfällt, was mir Lust auf Zukunft macht, erst ja so das Frühjahr in der Natur. Ja, und dann haben wir drei Kinder, die sind 12 und 16. Und denen so zuzuschauen, die auch ein bisschen zu begleiten, das ist natürlich so eine andere ganz starke Erfahrung von Zukunft, die für mich wichtig ist. Ja, und das Dritte ist halt sozusagen auch die Arbeit mit den Menschen oder mit den Organisationen, die natürlich auch immer planen und Ideen haben für die Zukunft und fürs Heute und fürs Morgen und fürs Übermorgen. Ja, absolut. Also genügend Grund, auch Lust auf Zukunft zu haben und zu kriegen. Lieber Christian, nun bist du ja nicht immer schon Experte für Positive Leadership gewesen, sondern hast ganz anders gestartet. Was waren denn so deine drei wichtigsten Stationen, ich nenne es mal, um zum heutigen Zukunftsbauer zu werden? Die drei wichtigsten. Die erste war die als Sohn. Und zwar, ich komme aus Füssen, aus dem Allgäu. Mein Vater war Arzt, mein Großvater war Arzt und dann wächst du da als Erstgeborener auf. Und alle gehen davon aus, dass du die dritte Generation Arzt wirst. Und ich habe mich da sehr früh und sehr entschieden dagegen entschieden. Das habe ich damals natürlich noch nicht so reflektiert, aber ich würde heute sagen,
Mir war sehr viel Krankheit, sehr viel Leid, sehr viel Not, sehr viel Defizit so im Haus, ja, über diese Medizin. Und von dem her, glaube ich, war das eine wichtige Entscheidung für mich und auch die richtige Entscheidung, kein Arzt zu werden, wie das meine ganze Umwelt zunächst von mir so erwartet hatte. Meine Eltern zum Glück am allerwenigsten. Es ist ja schon mal ein positiver Effekt, dass die das am wenigsten erwartet haben. Ja, absolut, ja, aber die Oma hätte es gern gesehen, aber der Vater und die Mutter, die haben das gemerkt, dass ich da aus einem anderen Holz vielleicht auch geschnitzt bin. Das Zweite war, dass ich dann, also ich habe mich immer viel für Gesellschaft und auch für Politik interessiert und habe dann früh angefangen, A, als Journalist zu arbeiten und dann auch Politik zu studieren und habe währenddessen in Berlin gelebt, gearbeitet. Ab 1994 war ja Berlin sozusagen die werdende Hauptstadt und ab 98 war sie es dann. Und dann dieser als Journalist, als politischer Journalist, auch so der ja politisch-gesellschaftlichen Zukunft dieses neuen Deutschlands beiwohnen zu dürfen, das war für mich eine super wichtige, spannende Zeit. Ich habe auch viel über den Strukturwandel in Ostdeutschland berichtet damals. Wahrscheinlich noch mit mehr Optimismus, also blühende Landschaften, als man das vielleicht heute so hätte. Also das war so der zweite Schritt. Und dann bin ich irgendwann in Führungspositionen gekommen und habe ja selbst einfach auch drüber nachgedacht, was macht eigentlich gute Arbeit aus, was macht gute Zusammenarbeit aus, was macht gute Führung aus. Bin darüber dann auf die positive Psychologie gekommen, die uns ja beide auch sehr stark miteinander verbindet. Jetzt würde ich fast sogar sagen, ich habe keinen weißen Kittel an und ich verschreibe keine Medizin, aber wenn ich jetzt so 50 geworden bin und so auf mein Leben zurückschaue, dann habe ich so den Eindruck, so ein Stück weit von dem, was mein alter Herr und mein Opa so gemacht haben, ja, dass man Menschen auch so ein bisschen unterstützt und hilft und heilt und zu einer besseren Zukunft verhilft. Vielleicht mache ich das sogar auch auf meine Art und Weise, auch wenn ich es anders mache als die. Ja, das ist mehr Richtung Salutogenese, gell? Die Lehre von der Gesunderhaltung. Genau. Ja. Darum geht's. Gab's denn irgendwie einen Auslöser, sag ich mal, den Journalisten in dir zu begraben oder wirklich diesen Shift zu machen? Du sagst, du warst selber Führungskraft, jetzt bist du selbstständig. Ja. Und dein eigener CEO quasi in deinem eigenen Unternehmen. Was war es, dass du gesagt hast, das lockt mich jetzt oder hat es dir gestunken oder was hat dich dorthin gebracht? Also ich glaube, es waren so verschiedene Sachen. Das eine ist, wenn man mich so anschaut und wenn man mich so in der Schule auch schon kennengelernt hat, so hundertprozentig einverstanden war ich mit Organisationen und mit den Strukturen und mit den Hierarchien in Organisationen sowieso nie. Ja? Also viele Chefs und Chefinnen haben es auch echt schwer gehabt mit mir, wenn die mir nicht echt eine lange Leine gegeben haben. Und da bin ich auch gerade meiner Mutter wahnsinnig dankbar, von meinen Eltern einfach auch so eine gewisse Unbeugsamkeit habe ich mitbekommen. Also so nach dem Motto, es lohnt sich eigentlich immer, den Mund aufzumachen und das zu sagen, was einem irgendwie wichtig ist. Und wenn das Leuten nicht passt, dann sind die das Problem und nicht man selber. Also es klingt jetzt so ein bisschen, ja, klingt jetzt vielleicht so ein bisschen arrogant, aber irgendwie, ich habe so eine gewisse Unerschütterlichkeit da mitbekommen, die mir auch die Angst, die man als Selbstständiger ja dann immer hat, eigentlich auch erträglich gemacht hat. Ich habe selber auch eine echte Krise gehabt, als ich junger Vater geworden bin. Ich war getrennt von der Mutter meines Kindes, wollte aber für das Kind auch da sein, hatte einen Arbeitgeber, der mir das damals ziemlich schwierig gemacht hat, so meine Führungsrolle zu leben und gleichzeitig eben auch Vater zu sein. Und aus einer Krankheit heraus habe ich dann auch wirklich so die erste Coaching-Ausbildung gemacht. Und das war ein Treiber. Und das Dritte war, dass ich schlicht und einfach mich auch irgendwann als Journalist, so 2000,
2012/2013, da hatte ich eine Schwangerschaftsvertretung gehabt, die dann auslief. Und ich habe mich beworben und ich habe einfach nichts gefunden. Und gleichzeitig lief das so mit diesem Thema Coaching und Training immer besser. Also von dem her war es so eine Mischung aus Lust und Frust, wenn ich ehrlich bin, die mich da hingetrieben hat, das zu machen, was ich jetzt so mache. Ja, ich hätte schon fast gesagt, willkommen im Hier und Jetzt. Das, was du so ein bisschen berichtest, ne, über Führungskräfte auf der einen Seite, aber über den willensstarken jungen Menschen, der du damals warst und die wir heute immer öfter erleben, ne? Und die auch hinterfragen, die ja eigentlich nicht mehr unbedingt Lust haben, einfach zu tun, was der Chef sagt oder die Chefin meint, sondern da braucht's schon ein bisschen mehr. Und du bist ja viel in Unternehmenswelten unterwegs. Was ist denn da so dein Erleben? Also, wir sind ja jetzt im Jahr 2023 und alle haben eigentlich ja mindestens so drei Krisen, die sich zum Teil ja auch überlagert haben in den letzten Jahren, so in den Knochen. Also zum einen war natürlich das Thema Corona mit all den Einschränkungen, mit all den Möglichkeiten, die es plötzlich nimmer gab, mit all dem Disruptionsdruck, den wir hatten, ja, anders zu kommunizieren, anders zusammenzuarbeiten. Dann so das Thema mit dem Ukraine-Krieg, Energie, alle müssen jetzt irgendwie plötzlich Energie sparen, was ja doch viele Bereiche, auch gerade die so in der Fertigung sind, sehr massiv tangiert. Und drittens damit natürlich zusammenhängt so das Thema Preise, Inflation und darunter dann noch so eine vierte Krise, die sich ja vielleicht auch noch mal so schleichend, ich glaube auch verschärft hat durch Corona, dass der demografische Wandel natürlich alle Unternehmen erreicht in ganz vielen Branchen und sich immer mehr Leute auch fragen, ja, ist das überhaupt noch das, was ich so machen will? Und da erlebe ich also so eine Mischung aus einerseits, dass die Leute sagen, boah, das ist echt wahnsinnig anstrengend und es ist wahnsinnig fordernd. Und gleichzeitig auch viele, die sagen, wir sind auch ein Stück schneller und flexibler und pragmatischer geworden und ich sehe da auch viel Lust auf Zukunft und auch viel Gestaltungswillen und Optimismus auch bei vielen Führungskräften. Okay, also wir haben eigentlich beides. Auf der einen Seite wirklich diese Vergangenheit in den Knochen mit all dem Erleben bis in die heutige Zeit hinein, mit dem wir dealen dürfen und müssen. Und auf der anderen Seite durchaus diese Lust zu gestalten und etwas nach vorne zu bringen und zu sagen, jetzt erst recht und so weiter. Jetzt machst du ja ein ganz wunderbares Thema, das ist Positive Leadership oder positive Führung. Und du hast ja auch so ein persönliches Lieblingsthema, das heißt ja auch Stärken, Stärker, Stärken. Ja. Genau, warum ist das eigentlich dein Lieblingsthema? Was macht dich da so, sage ich mal, so erfreut dran? Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, dass ich eigentlich jetzt in einem Elternhaus aufgewachsen bin, die mich durchaus auch gesehen haben und bestärkt haben in meinen Talenten. Aber ich glaube, dass ich selber schon auch jemand bin, der im Umgang mit mir selber lange Zeit ziemlich harsch war und selbst auch immer so die Defizite und die Mängel und das gesehen hat, was noch besser gehen könnte. Und es ist für mich selber einfach auch so eine Veränderung im Umgang mit mir selbst, auch so zu sehen, was kann ich, was macht mich aus, was macht mich vielleicht auch besonders. Und natürlich habe ich auch meine Macken und meine Mängel und meine Defizite, mit denen ich meiner Frau oder den Kindern oder meiner GSA-Mentorin vielleicht auch manchmal das Leben schwer mache. Musst du sagen. Ich komme ganz gut zurecht mit dir, Christian. Dann bin ich ja froh. Und gleichzeitig halt auch wirklich drauf zu schauen, was wissen wir denn aus der Forschung? Was wissen wir denn aus wissenschaftlichen Studien, was es mit Menschen macht, wenn sie ihre Stärken besser kennen und wenn sie anderen im Job, in der Familie dabei helfen können, ihre Stärken auch stärker auf die Straße zu bringen? Und
Und dann merke ich einfach auch, dass die Leute das gut nehmen können und daraus auch was machen können. Und das freut mich. Und manchmal denke ich mir dann so, Herrschaftszeiten, jetzt sitzen da vielleicht 15 Teamleiterinnen und Teamleiter, die ich im Seminar gehabt habe. Die sitzen vielleicht am Montagmorgen wieder in ihrer Besprechung und sitzen am Montag auf Nacht wieder beim Brotzeitmachen mit ihrer Familie. Und wenn nur die Hälfte von denen ein Stück weit mehr, ja, sowohl die anderen als auch sich selber so in ihren Stärken sehen, ja, dann ist die Welt vielleicht ein kleines bisschen positiver geworden und ein kleines bisschen freudiger und engagierter. Ja, lieber Christian, du sprichst mir sowas von aus dem Herzen. Ich habe dafür sogar mal ein Tool entwickelt, das heißt Smile Collector. Cool. Ja, genau, da wo man Lächelmomente sammeln kann für sich selber, weil die braucht man immer dann besonders, wenn man gerade also so den inneren Kritiker hat, gell? Genau. Der einem dann wieder erzählt, was man alles nicht kann oder noch nicht kann. Aber meistens kommt ja das noch gar nicht dabei, ja. Ne? Sondern ja, ja. Das kann ich nicht, das, ne, was weiß ich. Und wenn wir das wirklich schaffen würden, mal eine Stunde am Tag das Werten aufzuhören und den anderen liebevoll in seinen Stärken anzuschauen, ich glaube, ey, das wäre eine Revolution der positiven Psychologie und Gefühlen und allem Möglichen. Wäre ich sofort dabei. Ja, auf jeden Fall. Und es geht ja schon in der Schule los, dass die Kinder halt meistens sehr, sehr gut Bescheid wissen, was sie tatsächlich oder vermeintlich nicht gut können und wo ihre Fehler sind. Neulich habe ich von einer Studie gelesen, die mich echt erschüttert hat. Da wurden Schülerinnen und Schüler in Neuseeland gefragt, ob sie glauben, dass ihre Lehrer und Lehrerinnen ihre Stärken kennen. Und die haben zu 70% gesagt, nee, das glauben sie eigentlich nicht. Meine Lehrer kennen eigentlich nur meine Macken, Mängel, Defizite. Und da fängt es halt natürlich schon mal an und dementsprechend finde ich das gerade in der Erziehung, in der Ausbildung, in der Schule super wichtig, dass die Kinder und die Jugendlichen auch ihre Stärken, ihre Kompetenzen sehen und auch sehen, wie sie damit ihre Mängel und ihre Macken vielleicht auch ein Stück weit kompensieren können, weil die haben ja trotzdem alle. Ja, ja, am Ende des Tages haben wir alle dieselbe Anzahl Macken, ne? Nur jeder andere. Genau, also von daher... Ja. Müssen wir gar nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Es reicht immer schon, wenn wir mit uns zurechtkommen. Genau. Ja. Ja, Christian, nun bist du nicht nur jemand, der da ganz viel Ahnung hat von diesen Stärken und der positiven Psychologie. Du bist ja auch Buchautor, hast einiges an Büchern schon geschrieben. Also da hast du dann quasi dein journalistisches Herz mitgenommen, um dieses Thema positive Psychologie für uns alle nochmal ein Stück ja, greifbarer zu machen. Wie viele Bücher hast du gerade am Start? Also jetzt gerade am Start habe ich eins, was ich selber schreibe und eins, was ich mit einer Kollegin zusammen plane. Das ist noch nicht so ganz in trockenen Tüchern. Aber so dieses Thema Bücher schreiben, das ist halt einfach was ich kann, ja. Ich habe das gelernt, so wie halt ein Schreiner irgendwie Tische baut oder Stühle baut. Und mir hat, glaube ich, das Thema Beschäftigung mit Stärken auch ein bisschen dabei geholfen, zu sagen, ja, dieses wissenschaftliche Themen verstehen und runterbrechen jetzt aus der Arbeitswelt und das dann aufschreiben, das ist einfach eine der Stärken, die ich halt habe und die ich kann und die mir auch Freude machen und die mich an 9 von 10 Tagen auch erfüllen und zum Aufblühen bringen. Und deshalb ist es doch gescheiter, ich verwende da meine Energie und Aufmerksamkeit dafür, als jetzt meine blöde Steuererklärung und Buchhaltung zu machen. Weil da habe ich nämlich jetzt endlich eine wunderbare virtuelle Assistentin, die genau da ihre Stärken hat und die mir das wunderbar abnimmt. Und da habe ich dann einfach ein Stück mehr Luft, die Dinge zu tun, die ich besonders gern mache und vielleicht auch ganz gut mache. Ja. Ja, ja, also jetzt, wie viele Bücher hast du geschrieben bis jetzt? Also geschrieben habe ich 8 oder 9, aber da ist auch so ein Buch über das Skitourengehen dabei und ein Buch über Argentinien, wo ich mal gelebt habe. Ja. Und so zum Thema positive Psychologie, Positive Leadership, waren es jetzt
zum Teil habe ich auch co-geschrieben und Kapitel mitgeschrieben oder mit einem Kollegen zusammengeschrieben, waren es jetzt so 5, 6. Ja. Bitte, das ist ja schon eine ganz schöne Bilanz. Und dein jüngstes, da geht es um Jobcrafting. Ja. Ja, ja. Und da würde ich ganz gerne mal mit dir ein bisschen einsteigen. Ist das schon zu haben? Ja, das ist zu haben. Das ist also frisch auf den Markt gekommen. Hm? Sag, was bedeutet das überhaupt, Jobcrafting? Und was kann das für positive Effekte bringen? Jobcrafting heißt, einfach mal stumpf übersetzt, so das Herumschnitzen, das Herumbasteln, das Herumwerkeln am eigenen Job, an der eigenen Stelle. Und die Idee ist, dass ich ja vielleicht nicht immer auf die Suche gehe nach dem Einhorn mit Glitzer und in der nächsten Firma die nächste Stelle antrete, sondern dass ich vielleicht auch mal bewusst drauf schaue, welche Gestaltungsmöglichkeiten, welche Spielräume habe ich denn bei dem, was ich mache, dass ich meine Stelle, meine Tätigkeit ein Stück mehr auf das zuschneide, was meine Stärken, meine Werte, meine Kompetenzen, meine Erfahrungen ausmacht. Ja, und die Effekte, also wir haben das Thema in der Organisationsforschung und in der positiven Psychologie eigentlich seit 20 Jahren ganz gut erforscht. Und es gibt vieles, was wir wissen in puncto Freude an der Arbeit, Leidenschaft für die Arbeit, Engagement in der Arbeit, Performance in der Arbeit, und zwar sowohl aus eigener Wahrnehmung als auch aus Wahrnehmung der Peers, der Kolleginnen und Kollegen, als auch aus Wahrnehmung der Führungskraft, Kündigungsraten, Krankheitsstände. Also es gibt viele gute Studien schon, die nachweisen, dass Jobcrafting durchaus in unterschiedlichen Branchen was Sinnvolles sein kann, was viele positive Effekte hat. Also der richtige Mann, die richtige Frau am richtigen Platz. Genau. Könnte man das mal so ganz knapp und kurz so zusammenfassen? Ja, finde ich gut. Mhm. Ja, okay. Wenn wir jetzt auf dieses Jobcrafting schauen, was ich mir gut vorstellen kann, dass man eben wirklich sagt, also was weiß ich, Protokoll schreiben ist jetzt nicht deren ihr Sach, aber Presseartikel zu verfassen, super. Hm? Ja. Das wäre dann ja quasi genauso eine Sache. Eigentlich gehört Protokollschreiben jetzt auch zu dieser Aufgabe, aber weil diese Person es ums Verrecken nicht gern macht und nicht gut kann, vielleicht könnte es sogar, aber macht es halt nicht gern, finden wir hier eine andere Lösung, die für alle in Ordnung ist, weil möglicherweise gibt es ja jemanden, der sagt, komm, gib her, Protokollschreiben mache ich auf dem linken kleinen Zeh, das ist gleich absolut erledigt. Ne? Ja, absolut. Das wären ja quasi so praktische Beispiele. Das wären so praktische Beispiele. Ich habe neulich gehört, das hat mich irgendwie echt total berührt auch, weil ich das so gar nicht auf dem Schirm gehabt habe. Da hat mir ein Zugführer erzählt bei der Deutschen Bahn, und er hat mir geschrieben, dass er so ein paar Kolleginnen und Kollegen hat, denen so das Thema nahe am Fahrgast zu sein und denen die Cola zu bringen und die Servietten wegzuräumen, dass das nicht allen gleich liegt, ja, weil die haben halt ursprünglich mal was anders gelernt als Zugbegleiter. Aber da gibt's halt auch so Leute, die dafür dann zum Beispiel die Ansagen wahnsinnig gern machen und vielleicht auch mit so einem komödiantischen Talent manchmal auch. Ja. Und dann machen die halt ein bisschen mehr von diesen Jobs, und er räumt halt dann einfach auch mal mehr irgendwie ein Tablett mit den Getränken weg oder sowas. Getränken weg, ja. Mhm. Oder jemand, der in einem Hotel arbeitet und eigentlich für das Thema IT zuständig ist, aber du bist ja auch so eine Gartlerin, aber der einen unglaublich grünen Daumen auch hat und dem so das Thema Blumen und Pflanzen riesige Freude macht. Und der hat jetzt einfach auch so ein Budget, sowohl ein finanzielles Budget als auch ein zeitliches Budget, dass er sich auch ein bisschen um die Blumen in dem, es ist ein gehobenes Hotel, kümmern darf. Ja, und da geht's gar nicht drum, dass ich alles, was irgendwie anstrengend ist oder was nervig ist, dass ich das alles komplett wegdelegiere, sondern dass ich einfach so ein Stückerl mehr von dem mache, was mir liegt, was mir Freude bereitet und vielleicht ein kleines Stück
weniger von dem machen muss, was für mich Routine oder langweilig oder anstrengend ist. Und wenn 10% in die Richtung gehen und 10% in die Richtung, dann sind das schon 20% Punkte Unterschied. Und das macht natürlich mit der Arbeitszufriedenheit und mit der Leistung vielleicht schon total großen, signifikanten Unterschied. Na, das glaube ich ganz bestimmt. Aber das heißt auch ja auch ein Stück weit ein bisschen zu lösen von ganz starren Job Descriptions und zuzulassen, dass der Mensch nun mal ein sehr individuelles Wesen ist. Und ich meine, weißt, ich kenne das, als ich früher noch Führungskraft war, haben sie zu mir schon immer gesagt, frag doch deine Leute, weißt, neben der Arbeit ist er vielleicht Vorsitzender im Hasenzüchterverein und ihr nutzt dieses Talent nicht. Und möglicherweise geht es auch ein Stück weit darum, neben der Jobbeschreibung zu schauen, was kann denn der gut? Super Beispiel, Silvia. Und ich möchte noch mal kurz auf die Frage, die du eingangs gestellt hast, wie ich jetzt gerade die Unternehmen erlebe. Und ich bin mir sicher, dass du das Thema ja auch hast. Wir haben ja sowieso einen Mangel. Wir haben ja sowieso einen Notstand im Moment. Und der wird wahrscheinlich auf einige Zeit so bleiben. Wir können sowieso nicht alles machen, was wir gerne machen würden in den Unternehmen. Wir müssen sowieso Prioritäten setzen. Dann ist es doch gescheiter, wenn ich frage, Mensch, was könnt ihr, was liegt euch, was macht ihr denn da im Hasenzüchterverein meinetwegen? Was bringst du da mit, was du hier vielleicht auch ein Stück mehr einbringen könntest? Und dann ist es doch wunderbar, wenn der seine Excel-Orgien, die er als Kassier im Hasenzüchterverein macht oder seine Protokolle, die er da auch gerne schreibt, auch im Job macht und dafür vielleicht ein Stück weniger diese nervigen Reisen zu den Kunden machen muss, die dafür der andere eigentlich super gerne macht, weil der total gerne unterwegs ist. Als Beispiel oder was auch immer es sein mag. Ja. Also in deinem Buch befasst du dich ja auch damit, warum gerade Führungskräfte und Personalverantwortliche sich mit Jobcrafting befassen sollten. Ja. Warum? Also neben dem, was man jetzt gerade schon geredet hat, gibt es da noch einen Punkt? Ja, also ich glaube eben, dass damit Führung und HR nochmal signalisieren, du bist uns hier als Mensch willkommen und wichtig. Und vielleicht gibt es auch Stärken oder bestimmt gibt es auch Stärken und Kompetenzen, die wir vielleicht auch noch gar nicht so richtig sehen an dir, aber wo wir uns sowohl für uns als Organisation, als Team, als Firma, als Institut oder was auch immer, als auch für dich irgendwie freuen würden, wenn wir da ein Stück weit mehr dich hier in deine Wirkung bringen könnten. Ja, und ich glaube, dass, ich meine, gerade heute ist wieder ein neuer Fachkräftemangelreport veröffentlicht worden. So viel Notstand in so vielen Branchen wie noch nie. Die Firmen müssen ja schauen, dass sie gute Leute finden und kriegen können. Und wenn ich durch solche Maßnahmen, ja, zum Beispiel meine durchschnittliche Mitarbeiter-Retention nur um 10 Prozentpunkte erhöhen kann und die Fluktuation nur um 10 Prozentpunkte vermindern kann. Ja, was das schon an Einarbeitungszeit, an Verlust von Wissen entgegenwirken kann. Ja, also ja, ich glaube, das absolut sind alles Argumente, die uns für Jobcrafting in die Karten spielen können. Ja, also das sind diese kleinen Dinge, die schon sehr, sehr viel helfen könnten. Genau. Jetzt erlebe ich, wenn ich in den Unternehmen bin, dass auch die Führungskräfte oft echt sowas von landunter sind und für diese richtig wichtigen Themen sich entweder keine Zeit nehmen oder keine Zeit haben. Aber eigentlich ist es eher nehmen statt haben, weil haben tun wir sie alle nicht. Ne? Ja. Und ich mache eine Zukunftsentwicklung und mir geht's immer um das Vision und natürlich um die Führung mit Visionen. Und dann gehe ich in die Unternehmen rein und stelle fest, ja, ganz nett, haben auch ein Leitbild und das hängt da auch und die Vision steht da. Und wenn ich dann die Menschen frage, sagen sie, wenn sich meine Führungskraft gefühlt wenigstens für mich interessieren würde, dann wäre ich ja schon viel lieber hier. Wie ist denn da dein Erleben? Weil meins ist, viele Menschen, für die ist es halt nicht nur ein Job. Eigentlich wollen die da ja verweilen und eigentlich wollen sie, dass ihnen miteinander gut geht.
Absolut, also stimme ich dir total zu. Ich sehe da so ein bisschen die Verantwortung auf beiden Seiten. Das eine ist, ich glaube, es gibt tatsächlich viele Führungskräfte, die eigentlich nur reine Ausführungskräfte sind. Und auch gerade bei diesen Themen, ja, geht's zurück ins Büro und wie oft und wie viel, die hätten manchmal gerne, glaube ich, am liebsten für alles Vorschrift und eine Regel, die sie einfach irgendwie kommunizieren können, so wird's gemacht, damit man nicht immer alles ausdealen und aushandeln muss mit den Leuten. Aber ich glaube, gerade dieser Kontakt ist für mich das, was Führung ausmacht. Das ist so das eine. Das andere, die andere Seite, weil du das gesagt hast, ich hatte neulich von jemandem gehört, also von einer Führungskraft, die sagt, mein Bereichsleiter hat seit 3 Monaten kein einziges Mal mit mir gesprochen und hat kein einziges Mal einen Joe Fix eingestellt mit mir. Da habe ich zu ihm gesagt, sag mal, wenn du das hören würdest von einem Mitarbeiter, ja, der sagen würde, du hast seit 3 Monaten nicht mit dem gesprochen und du vermisst es und er vermisst es, was würdest du denn dann? Was sagt er? Ja, stimmt eigentlich. Also ich finde, ich habe als Mitarbeiterin schon auch so eine gewisse Hohlverantwortung. Ich will es gar nicht Schuld nennen. Aber dann muss ich mir halt meine Führungskraft auch schnappen und muss sagen, du, ich will hier irgendwie einen One-on-One, weil wir haben diese Weeklies, die haben wir nicht mehr in Präsenz und wir sehen uns alle weniger und das ist ja für den individuellen Fokus auch alles gut und schön und so, aber ich will, dass wir uns häufiger sehen und dann muss der Chef halt vielleicht oder die Chefin halt vielleicht ein Stück von diesen ganzen Management Aufgaben irgendwie abgeben, delegieren und weniger Kontrolletti sein und mehr Menschenflüsterer sein. Das wär's. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Und Glück ist eine Überwindungsprämie, heißt es so schön. Ja. Und deswegen denke ich, wenn ich als Mitarbeiter glücklich sein will, darf ich meinen Gestaltungsspielraum nutzen. Und wir wissen ja beide aus der positiven Psychologie, dass es ein Wort gibt, das heißt erlernte Hilflosigkeit. Ja. Und da, glaube ich, hocken noch ganz viele, wir selber ja auch hin und wieder, gell, da sind wir ja nicht anders. Absolut. Dann sagt er, das geht nicht, aber das vielleicht einfach mal den Hörer in die Hand nehmen und sagen, so will ich's nicht. Ja, ja, absolut. Ja. Das ist ja eine dieser Dinge, die das Leben bunt macht. Genau, stimme ich dir total zu, ja. Christian, du bist ja auch noch Dozent, habe ich jetzt auch noch gelesen in deiner Vita. Du machst da unfassbar viele Sachen, hast 2 Kinder, bist auch gerne draußen. Was ist das Geheimnis für deinen Erfolg? Was ist da die geheime Zutat, dass du das alles unterbringst? Boah, also wenn ich ein Wort nennen soll, dann ist es, glaube ich, echt Leidenschaft. Also ich habe und ich weiß deshalb, was Leidenschaft ist, weil ich auch schon erfahren habe, wie man arbeiten kann ohne Leidenschaft. Ja? Also wie man schlimmstenfalls nur Leidenschaft oder unter mangelnder Leidenschaft leidet. Und deshalb ist es für mich jetzt schon, keine Ahnung, so die letzten 5, 6 Jahre, wo auch so das Interesse an positiver Psychologie im Arbeitskontext und Positive Leadership auch gewachsen ist. Ja, ich glaube, mein Hauptantrieb ist wirklich die Leidenschaft, das Interesse, vielleicht auch das Gefühl, was zu tun, was von den Menschen auch als sinnvoll erlebt wird. Und von dem her habe ich jetzt auch eigentlich kein Thema mit Work-Life-Balance. Wahrscheinlich arbeite ich mehr als manch andere Menschen, aber ich tue es auch extrem gern und leidenschaftlich und habe auch mit meinem Bergsport und mit der Familie und mit anderen Sachen auch den Ausgleich, der mich, glaube ich, gesund und munter hält. Ja. Wie kriegst du es hin, den Fokus zu halten, Christian? Was sind da so deine geheimen Tricks? Die Hacks? Also ich könnte es immer noch mal besser machen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich versuche zum Beispiel das Thema Handy zum Beispiel am Wochenende Social Media und so echt extrem runterzufahren. Ich arbeite viel auch so mit Timeboxing, ja, dass ich sage, so, jetzt hocke ich mich eine Stunde dahin und mache dieses und jenes. Und da ist dann nichts anderes
poppt dann auf. Ich plane mir meinen Tag so ein bisschen in der Früh. Um 11 will ich mit dem und dem fertig sein, weil dann mache ich irgendwie 1-2 Stunden Sport. Dann ist manchmal das Wetter irgendwie anders und dann werden meine Pläne über den Haufen geworfen. Aber im Prinzip so ein Plan zu haben, dass ich mich dann auch wegreiß vom Schreibtisch und dann eine Stunde später wieder energetisiert mich wieder hinhocken kann und frische Luft und Bewegung und Natur getankt habe, das hilft mir schon auch sehr, um Fokus zu haben, zu halten und dann auch wieder zu finden. Ah ja. Ja, also ich denke immer, Disziplin, also wenn man wirklich eine Sache will und leidenschaftlich dran ist, dann hat das ja immer mit einer großen Vision zu tun. Was ist denn deine? Ja, meine Vision ist eine Arbeitswelt, also weil ich mich halt sehr stark auf das Thema Arbeit fokussiere. Hm. Ich bin jetzt kein Spezialist für, keine Ahnung, für Schule oder sowas. Also eine Arbeitswelt, in der die Menschen wirklich ein Stück weit mehr so mit Freude und ihre Stärken ausleben können und Sinn erleben in dem, was sie tun. Und da beitragen zu können, wahrscheinlich ist das so der Kern meiner Vision in meiner Arbeit als, keine Ahnung, Speaker, Trainer, Coach, Autor. Kann man sich sicher alles noch knackiger formulieren, aber so würde ich es mal umreißen. Es reicht mir völlig, lieber Christian. Danke. Ich denke, du hast mitgenommen mit all dem. Sag mal, diese ganzen wunderbaren Visionen, wenn wir heute schon davon profitieren wollen, welche 2 bis 3 Tipps oder Tricks kannst du jedem von uns schon mal an die Hand geben, damit es Richtung Freude, Leichtigkeit auch in der Arbeitswelt gehen kann? Mhm. Zum einen, gönn dir Freude. Gönn dir Momente des Positiven. Gönn dir Situationen von Genuss. Weil die sogenannten positiven Emotionen, Freude, Interesse, Heiterkeit, die machen unseren Kopf einfach ein Stück weiter. Die lassen uns das große Ganze mehr sehen. Und wir müssen der Negativität, die uns laufend umschwappt, auch aktiv was entgegensetzen. Ja. Punkt 1, also Positivität mir auch wirklich gönnen und immer mal wieder auch systematisch verschaffen. Das zweite ist, kenne deine Stärken, setz dich mit deinen Stärken auseinander, mach einen Stärkentest, lies ein Buch zum Thema Stärken, gönn dir ein Coaching bei der Silvia oder bei wem auch immer zum Thema. Oder beim Christian. Oder bei mir. Oder bei vielen tollen Kolleginnen. Zum Thema, was sind meine Stärken, wie kann ich meine Stärken besser erkennen und auch die Stärken von anderen, wenn ich in Verantwortung bin. Ja, und das Dritte ist, und da bin ich vielleicht, da ist bei mir wahrscheinlich noch das größte Delta, alle Glückstheorien, alle Glücksframeworks wissen, dass positive Beziehungen extrem wichtig sind für unser Wohlbefinden. Mhm. Ja, wir sind eine extrem soziale Gattung. Und mit wem kann ich mich vernetzen? Mit wem kann ich mal vielleicht auch gerade so einen informellen irgendwie Ratsch haben? Gerade in Zeiten, wo vieles digitaler geworden ist, wo vieles remoter geworden ist, wo so die physische Begegnung weniger geworden ist und damit auch das, was so daraus entstehen kann. Das ist jetzt bei mir wahrscheinlich das, wo ich mich am meisten dran erinnern muss, an Tagen, wo ich jetzt daheim sitze. Und selbst wenn ich mit einer Gruppe zu tun habe, dann ist es natürlich auch eine sehr professionelle Form von Verbindung. Und da auch bewusst zu schauen, ja, wo ratscht man auch mal über die Kinder und die Ehe und wo geht man auch mal in einen guten Kontakt? Mhm. Ja, und wenn ich auch ein Viertes sagen darf, weil das hängt damit auch sehr, sehr stark zusammen, das ist ja auch die Frage, die du mir gerade gestellt hast zur Vision. Was ist dein Wofür? Ja.
was erfüllt dich und dein Tun mit Sinn, Bedeutsamkeit? Wo kannst du deine Werte ausleben? Wo vielleicht auch nicht? Und wie gehst du damit um? Ja, ganz, ganz wunderbar. Ich würde jetzt dir gern zum Abschluss noch eine Frage stellen, wenn wir so ein bisschen auf unsere Welt schauen, lieber Christian. Ja. Was glaubst du denn, was wir so als Gesellschaft brauchen, damit wir in einem Morgen landen, dass wir, also mit Freude, dass uns mit Freude ausfüllt? Was brauchen wir als Gesellschaft? Das ist ja mal eine banale Frage, die du mir abschließt. Also wir brauchen natürlich mehr Leichtigkeit. Und ich glaube auch gerade wir Deutschen dürfen uns auch, wie gesagt, Freude, Heiterkeit, Positivität auch gönnen. Ich finde, wir haben zweitens, also gerade so am Anfang von Corona habe ich schon sowas wie Gemeinsamkeit, Solidarität, Miteinander erlebt. Und das fand ich super und das wünsche ich mir natürlich. Wir haben gerade mit zwei ukrainischen Familien auch intensiver zu tun. Ich lebe in einem Ort, wo die Menschen sich auch viel, in Garmisch-Partenkirchen, wo die Leute sich in tausenden Vereinen engagieren. Und ich glaube, so dieses Thema des Miteinander auch über die Differenzen hinweg, das Miteinander pflegen und finden, das ist natürlich total wichtig. Ja, und drittens, ich meine, die Grundlage von all dem ist natürlich die Natur und dass wir diesen, ich habe mir jetzt gerade heute am Rathaus, hier werden immer die Temperaturkurven aufgezeigt und von den letzten 25 Sommern und Wintern waren halt 23 deutlich wärmer als irgendwie der Durchschnitt. Wir müssen wirklich was tun gegen den Klimawandel. Wir müssen da den Arsch hochkriegen in einer Mischung aus technische Innovationen, Zuversicht und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auch mal Reduktion. Es dürfen auch nicht alle laufend irgendwie für ein Wochenende nach Barcelona oder sonst wohin fliegen. Aber auch da bin ich eigentlich im Großen und Ganzen zuversichtlich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Du, ich danke dir ganz. Amen. Ich danke dir ganz herzlich. Das war auf der einen Seite wirklich dieses Thema, lasst uns heiterer sein und werden. Gönnen wir uns das auch wirklich, auch wenn ich im Moment vielleicht denke, boah, blöde Energiekrise oder was auch immer. Und trotzdem geht es mir vielleicht in diesem Augenblick gerade trotzdem gut. Ich habe irgendwann mal einen Satz geprägt, wie ich mit einer Gruppe auf dem Berg war, um Visionsarbeit zu machen. Und der heißt, es gibt immer etwas zu feiern. Und wenn es der Feierabend ist. Ja, sehr schön. Und ich glaube, daran dürfen wir uns ab und an einfach erinnern, ein bisschen zu bremsen und hinzuspüren, wie gut es uns eigentlich geht. Und dass wir jeden Grund hätten, jeden Augenblick aus der Hose zu springen. Gell? Ja. Vor lauter Freude. Absolut, absolut. Ja. Ja. Lieber Christian, gibt es noch ein Motto oder ein Zitat, was du uns zum Abschluss mitgeben möchtest? Positiv macht produktiv. Jo, das gefällt mir gut. Ja, damit danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für diese vielen, vielen tollen Impacts, die du uns geliefert hast. Das hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir über Positiv Leadership, über Positivität zu sprechen. Danke, Christian. Ich sag ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Silvia. Und hab mir große Freude gemacht und ich freue mich, wenn wir das nächste Mal miteinander ratschen, wo auch immer. Das machen wir. Genau, das machen wir. Ja, liebe Zukunftspower, der Christian, der hat noch einen ganz tollen Podcast, so wie ich eben auch. Er ist Podcast-Kollege und er macht das auf eine ganz charmante Art und Weise, dass er auch immer Leute interviewt, auf der Straße oder interviewen lässt, glaube ich eher. Auf alle Fälle sehr, sehr hörenswert, also unbedingt mal reinhören in seinen Podcast. Ich schreibe das auch in die Shownotes. Und für diese Woche ist vielleicht der Tipp, den ich dir mitgeben möchte da draußen, schau mal, wo ist deine Heiterkeit und wo kannst du vielleicht einfach mal auf der Zwinkerebene dem anderen vergeben, wenn es gerade nicht so hingehaut hat oder auch dir.
und mal auf das schauen, was gut läuft und wo die Stärken von jedem von uns sind. In diesem Sinne, mach's gut, hab eine schöne Woche, bis es wieder heißt, bau dir deine Zukunft. Das war die Podcast-Serie Bau dir deine Zukunft von und mit Silvia Ziolkowski, die Zukunftsentwicklerin. Unter silvia-ziolkowski.de finden Sie weitere Informationen rund um Visions- und Zukunftsentwicklung inklusive kostenloser Checklisten und Impulsen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie sie weiter und bewerten Sie diesen Podcast gerne auf iTunes. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft.